Hallöchen YouTube, ich begrüße euch mal wieder zu einer kleinen Runde Hand. Das sollte jetzt mein zweites Video eigentlich sein. Ich habe eigentlich schon ein paar mehr Videos aufgenommen, aber da war die Soundqualität zu schlecht. Also, willkommen zum zweiten Video. Falls ihr mein erstes Video kennt, solltet ihr auch ungefähr das Spielprinzip schon kennen. Und ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zum ersten Spot und sollte dabei natürlich nicht Steam öffnen. So, da hinten. Da haben wir auch schon Zombie. Ja, okay. Gehen wir mal ein bisschen schauen. Ups. So, da geht's auch schon los. Der ist weg. Ist das jetzt näher dran? Ist das jetzt näher dran? Also das Spiel zeigt einem auch ungefähr, was näher dran ist, indem das, umso weiter das aufgebeizt ist, umso näher ist das dran. Ja, denke ich mal, wenn ich so mich so orientieren. Ich nehme jetzt den hier direkt. So, okay. Erstmal wieder auf die Umgebung ein bisschen lauschen. Vielleicht hört man ja einen gegnerischen Spieler. Da ist eine Witch. Oder, naja, die heißt ja nicht Witch, die heißt ja anders. Keine Ahnung, ich nenne ihn nur so. Da ist so ein Fliegeviech. Die sollte ich vielleicht jetzt diesmal nicht töten, auch wenn ich ja immer so präventiv bin, weil ich sonst wieder von denen angetackelt werde. Aber es ist ja noch Anfang im Spiel und es sollen ja jetzt, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, es sollen irgendwann ungefähr 10 Spieler im Solo-Modus aktiv sein. Bedeutet es. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gefahr gebannt. Das ist der Sperrangel weit offener. Gehen wir mal gucken, was wir da so haben. Habe ich die aufgescheucht? Bin mir nicht sicher. Ich sage jetzt einfach mal nein und richte mich darauf ein, dass ich gleich tot bin. Sollte jetzt Abschied nehmen? Nein, ich gebe mein Bestes. Der wird ja da auch eigentlich nur hinwollen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt aufgescheucht habe. Also es war schon nah. Ups, jetzt sollte vielleicht nicht ins Mikro atmen. Na gut, okay. Gehen wir mal weiter. Wo lang müssen wir denn überhaupt? Oh, 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 ich habe schon gegen, ich habe schon das Viech gefunden. Na super. Das ging jetzt flott. So, okay. Da wird das Viech drin sein. Das ist dieser, keine Ahnung, so ein Henker-mäßiges Viech, glaube ich. Gegen das hatte ich auch nicht das Vergnügen zu kämpfen, weil ich immer vorher abgemurkst bin. Auch gleich zwei von den Viechern. Oder geflohen bin. Also abgemurkst wurde oder geflohen bin. So ist richtig, glaube ich. Weswegen ich da noch nicht so viel Erfahrung mit habe. Ich überlege jetzt gerade, was denn hier eine sinnvolle Route ist, um auch gegebenenfalls Spieler abzufangen. Ich gehe mal runter. Ah, ich glaube, hier komme ich nicht. Oh doch, hier komme ich weit. Da hört man es vielleicht sogar schon, das Monsterchen. Hier machen wir mal das Tor auf. Okay, lieber offen lassen. Okay.
Da habe ich Aura gemacht, ohne dass der mich wirklich angegriffen hat. Ich vermute, dass hier ein Spieler auch bald sein wird. Weil ich bin ja relativ laut. Mit meinem Geballere hier. Wenn er sich hier natürlich langstafft, hat er mir natürlich ein bisschen was vorweg. So, wo ist er hin? Kommt er jetzt? Oder beendet er seinen Spaziergang erst noch? Oh fuck, 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 fuck. Der schmeißt ja Feuer, der Süße, ist ja geil. Ah, shit. Da hat er mir meinen Eingang zugebaut. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Das ist fest ein Spieler. Ich habe mich gerade schon erschrocken. Ist aber nicht, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir mal warten, bis aufhört zu brennt. Weil dann kann ich ganz in Ruhe weiter auf das Monsterchen einschießen. Der hat hier seine kleine Höhle. Der kann doch ja nicht tot sein. Ich habe ihn den Schweinekopf abgeschossen, der Sau. Also, jetzt im wörtlichen Sinne. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt hat er mich getroffen. Nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen, nicht verbrennen. Aua, das tat weh. Okay, der ist tot. Dann fangen wir mal an zu das Tier zu beseitigen. Dauert jetzt wieder ein paar Minütchen, weißt du ja. Ja, so. Aber da habt ihr auch mal die Pistole ein bisschen im Einsatz gewesen sehen. Ich finde die eigentlich ganz cool. Was hier natürlich Umstellung ist, das langsame Schießen. Und dass die Kugeln auch ein bisschen brauchen. Und wenig Schaden. Habt ihr ja besonders gestern bei dem Spieler gemerkt. Oder gestern sage ich, in der an vorherigen Folge. Falls wir auch hier noch auf einen Spieler stoßen, was ich diesmal nicht hoffe, da ich den gerne hier mit EP rauskommen würde, könnt ihr das ja nochmal sehen, wie so ungefähr die Schadensermittlung ist, wenn man jetzt nicht unbedingt den Kopf auf 2 Meter trifft. Die Nahkampfwaffen sind relativ stark. Man kann übrigens auch mit der, das ist ein bisschen besonders hier in der Steuerung, ich ziele hier mit Rechtsklick so vor und mit Shift ziele ich dann erst über Kimmer und Korn. Normalerweise macht man nämlich hier so einen Nahkampfangriff, also man stößt es weg. Kann man mögen, kann man nicht mögen, kann man vielleicht auch umbelegen, habe ich mich jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Aber ermöglicht natürlich auch so ein bisschen, oder ändert so ein bisschen das Spielgefühl, weil man halt hier sehr nah am Nahkampf dran ist. 44% schon, Mann, Mann, Mann. Schon fast bestanden. Aber nur fast. Ja, und die Waffe ist auch ganz cool. Ich habe ja noch hoffentlich später nochmal die Möglichkeit, euch die Schrotflinten zu zeigen. Beziehungsweise sollte ich auch mal ein Level aufsteigen, dann kann ich auch mal ein bisschen andere Waffen besorgen. Okay, jetzt weiß ich nicht, kam das jetzt von draußen oder kam das jetzt aus dem Spiel? Weil das Mikrofon, ich höre hier über mein Mikrofon den Ton. Tolle Technik, muss ich sagen. Und da nimmt er natürlich auch Umgebungsgeräusche auf, beziehungsweise ich höre mich selber.
dabei. Daher merke ich auch jetzt ein bisschen, wann ich ins Mikro atme und wann nicht. Und auf jeden Fall koppeln sich ja so auch Geräusche, die eigentlich von draußen sind, über das Mikrofon zurück, durch die Kopfhörer in mein Ohr. Und ich denke dann, oh, das ist ja hier im Spiel. Aber wenn ein Feuerwehrwagen vorbeifährt, kriege ich das dann doch mit. Das passt ja nicht so ganz. So, wir haben hier fast weg. Ja, vielleicht kann ich ja noch was Wissenswertes erzählen. Ich habe hier ein Winchester-Gewehr und das ist halt so ein amerikanisches Produkt. Und die Osmanen, beziehungsweise die heutigen Türken, haben im osmanisch-russischen Krieg damit ihre Kavallerie ausgerüstet, weil sie einen Vertrag mit den USA hatten. Soweit ich jetzt noch im Bilde bin. Und die haben damit die russischen Streitkräfte besiegt, beziehungsweise herbe Verluste zugefügt, sodass, also weil dieses Gewehr halt so schnell schießen kann, was die Russen wohl benutzt haben, waren vielleicht Perkussionsgewehre. Das sind so ein bisschen, mo ja, nicht so wie Musketen, das ist schon moderner. Das sind halt auch oft schon Hinterlader gewesen, aber die haben halt einen bestimmten Verschluss gehabt. Und das hier ist ja ein Repartierer, sprich, man durch eine Bewegung lädt man automatisch nach. Und das ist natürlich viel schneller, als müsstest du jetzt jeden einzelnen Schuss explizit Waffe einschultern, beziehungsweise runterheben und dann die Kugel von hinten laden. Ja, das macht dann schon einen gewaltigen Unterschied. Okay. Ah, da wartet ein Spieler. Habt ihr das gesehen, das Orange? Ich wette, ich bin gleich dran. Der flankiert mich. Aber muss ich jetzt echt durchs Feuer laufen? Hätte ich nichts Besseres machen können? Na, shit. Oh, jetzt hat die Maus nicht reagiert. Oh fuck, da ist ein Tank. Fuck, 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 fuck. Da ist er drin. War er und ich döde, hab nicht getroffen. Versteckt er sich. Okay, das ist jetzt das letzte Mal. Komm, ich fliege mal. Dann lass dir mal zu mir kommen. Okay. So. Komme ich hier überhaupt raus? Ja. Da hinten komme ich raus. So, okay, schnell angegriffen. Okay, der versucht mir jetzt hinterher zu kommen, aber vielleicht bin ich schneller als er. Ah, ich laufe so bescheuert. So muss ich laufen. So muss ich laufen. Okay. So. Wäre mir natürlich lieber gewesen, hätte ich den gekillt bekommen. Dann hätte ich jetzt nicht das Problem, dass mir einer hinterher rennt.
So, okay, der ist weg. Vielleicht rennt er ja durchs Wasser. Dann kriegt er wenigstens auf die Nase. Ah, ich hab. Ah, fuck. Ich bin falsch gerannt. Ich dödelbödel. Mann, ey. Scheiße. Hätte ich mich doch ein bisschen mehr konzentriert. Ah. Jetzt laufe ich dir natürlich vielleicht genau wieder in die Arme. Ich weiß jetzt nicht, ob der Jäger, wie gut er mich orten kann. Oh, da ist ein Mad Hat oder so. Da sollte ich vielleicht nicht lang rennen. Aber vielleicht weiß er ja auch, dass ich, der wird schon wissen, dass ich da irgendwie zum Escape Point will und kann mich da natürlich ziemlich gut abfangen. Ist natürlich für mich ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt dann da die aggressivere Stellung einnehmen muss. Okay, ich muss dann irgendwie mal nach links abbiegen. Okay, und ich muss auch mal ein bisschen mich regenerieren. Ausdauer. Oh. So. Okay, den Viechern sollte ich dich trotzdem noch ausweichen. Sieben Schuss müsste ich drin haben, ja. Ich bin jetzt nicht total verzählt. Ah, shit, da schießt dieser auf mich. Ah, der hat die gelockt. Ah, der hat hier so viele Wege, die zum Angreifen. Ich bin ein bisschen beschränkter. Nee, den muss ich erst vertreiben. Sonst habe ich nicht mehr viel von meinem Life. Den muss ich wohl erst vertreiben. Ach, scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Boah, das ist ja evil. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Also wenn ich das jetzt überlebe, Hut ab an meinen nicht vorhandenen Skill. Ich nehme mal hier noch ein bisschen hinterher. Wie ja doch nicht. Du. Oh, ich hab's überlebt. Oh, das war jetzt aufregend. Ja, hört auf zu wiehern. Ich freue mich ja auch. Ja, gut. Jetzt. War eine ganz okaye Leistung. Hätte besser laufen können. Ich hätte den einen, beziehungsweise ich glaube, das war sogar ein anderer Jäger. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil der sah ein bisschen anders aus. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Auch killen können. Aber das Risiko, da jetzt Jagd aufzumachen, naja, ich habe ihn ja getroffen, das reicht schon mal. Tod wäre mir zwar auch lieber. Und es gibt ordentlich EP, da freue ich mich. Dann habe ich ja auch schon, was hatte ich denn hier als nächstes frei? Eigentlich so eine, ach, so eine Fähigkeit hier unten und so eine Unterwasserbombe, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich spiele es halt noch nicht so lange. Level 8, ja, ist ja okay, ich habe ja verstanden, dass ich was erreicht habe. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Der steigt schon auf Level 16 auf 17. 18. 19. Oh, na, hat er schon Level 20 erreicht. Na, herzlichen Glückwunsch. Neuer Gegenstand. Erste-Hilfe-Kit, okay. Nächste Freischaltung. Okay, gut, das ist ganz okay. So, ich zeige euch mal ganz kurz die Schrotflinte, damit ihr die mal seht. Ich habe hier einmal so eine kleine Schrotflinte. Und die habe ich jetzt, die habe ich, kann natürlich anlegen. Oder ich habe ja auch diese größere Schrotflinte. Das sind aber so Einzeller. Also die haben nicht so Schrotflinten, stellt man sich ja vor. Entweder hier so mit Repetieren oder mit zwei Schuss. So zum Umknicken. Aber, ach, das ist ein Erste-Hilfe-Kit. Oh, praktisch. Und hier habe ich nur die Feuerbombe. Die Dynamitstange. Okay, aber wir können mir mal einen neuen Fähigkeitenpunkt geben. Conduit. Okay. Also ich kriege Lebenspunkte, wenn ich was so hochhebe. Das ist sehr cool. Und das Erste-Hilfe-Kit. Wie jetzt? Ich kann das ausrüsten. Ja, also ich könnte es mir, glaube ich, auf einen Waffenslot packen.
weiß ich jetzt nicht, ob das so praktisch ist. Okay, YouTube, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spannung beim Zusehen. Das ist mir jetzt ein bisschen wichtiger als Spaß. Nein, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi!